Englische Woche am 34. Spieltag in der Regionalliga West. Der 11. Schalke 04 trifft auf den 9. vom SC Wiedenbrück. Die Knappen angetreten mit der Mission Wiedergutmachung nach der 0:5 Klatsche gegen Rot-Weiß Essen vom vergangenen Samstag. Rein ins Spiel, Wiedenbrück in den weißen Trikots von links nach rechts in einer Anfangsphase der vielversprechenden Ansätze. Sowohl auf Seiten der Gäste, das war Saban Kaptan, als auch auf Seiten der Königsblauen. Hier war es Phil Hallbauer, der die erste halbwegs vielversprechende Möglichkeit bekommt, hier aber im entscheidenden Moment von Tim Geller gestört wird. Und so allmählich nach 10 Minuten nahm neben der Quantität auch die Qualität der Chancen zu. Das ist die Gelegenheit von Niklas Seleschus und Sören Ahlers muss das erste Mal tätig werden. Und dann die 16. Minute und dieser Fehler von Hendrik Lohmar. Jason Seeker nutzt das aus. 1:0 für die Schalker. Ein ganz, ganz nettes Gastgeschenk vom SC Wiedenbrück von Hendrik Lohmar. Und Jason Seeker macht sein 7. Saisontor, ist in dieser Statistik bester Schalker. Die Wiedenbrücker Antwort. Immer wieder mit hohen Bällen hinter die Kette. Ein prägendes Stilmittel und eins, was für Gefahr sorgte, wie in dieser Situation. Phil Beckhoff verfehlt im Fallen. Nur knapp. Wiedenbrück hatte die Chancen und Schalke, 25. Minute, hatte die Effizienz. Blendi Idrisi, S04, eiskalt. 5. Saisontor für Blendi Idrisi. Hölscher kann nur nach vorne abprallen lassen, aber trotzdem muss man der Wiedenbrücker Defensive vorwerfen, hier trotz numerischer Überzahl Idrisi nicht gestellt zu bekommen. Kurz vor der Pause dieser Blindgänger von Schalke-Keeper Sören Ahlers. Und dann ist es Seleschus, einmal rechts gewackelt, damit links abgeschlossen, nur ans Außennetz. Somit ging es mit dieser 2:0-Führung für die Schalker in die Pause. Durchgang 2, es gab nicht viel, aber was es gab, war schön. Nämlich dieser Freistoß von Phil Beckhoff. 70. Minute, 1:2. Der Anschlusstreffer und einer fürs Bilderbuch. Wenngleich die einzig gefährliche, die einzig zeigenswerte Möglichkeit. Ansonsten war nichts los in den zweiten 45 Minuten. Und somit gewann der FC Schalke 04 dieses Spiel am Ende mit 2:1. Rückt damit von Platz 11 auf Platz 10. Ist somit punktgleich mit dem SC Wiedenbrück. Aber ein Rang dahinter.